Diana Sujew, herzlichen Glückwunsch, taktikvoll aufgegangen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir gar nichts vorher vorgenommen. Einfach, wenn Hanna nicht antritt, habe ich gedacht, tritt ich an. Und da habe ich mich bei 300 war ich vorne und dachte, jetzt ziehst du durch. Gut für dich, du wusstest, ich bin ganz top in Form. Ja, ich wusste, dass ich fit bin und auch auf so ein Rennen vorbereitet war. Wie stark hat dich das Silber der EM 2012 auch noch unterstützt heute moralisch, das du gestern bekommen hast? Ja, schon sehr. Also ich habe gestern noch viel an den Lauf gedacht und dachte, hey, du kannst auch hinterher spurten. Auch wenn ich auch die Taktik habe, vorne wegzulaufen, wollte ich heute mal was anderes wählen und es ist auch aufgegangen. Jetzt müssen wir sagen, die Diana Sujew, die wir heute und die wir in den letzten 2-3 Wochen gesehen haben, ist eine völlig andere als die, die ich bei der Cross-EM gesehen habe. Ja, also bei der Cross, man hat ja immer so seine persönlichen Gründe, warum es nicht läuft. Ich kann mir nicht erklären, was bei der Cross-EM los war. Ich war komplett unterkühlt. Ich wusste, dass ich nicht, dass ich fit war, da wusste ich es eigentlich auch schon, aber jetzt konnte ich es auch endlich mal zeigen. Jetzt geht's weiter, nächste Station Birmingham oder kommt vorher noch was? Nee, jetzt trainieren wir ein bisschen und 2 Wochen ist ja schon die Hallen-WM. Und dann Berlin? Ja, hoffentlich. Hoffentlich? Ich muss erstmal gesund bleiben, ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist, was vielleicht meine Form jetzt zeigt, dass ich im Herbst gesund war und verletzungsfrei und guten Trainer, gute Trainingsgruppe habe. Es macht viele die Psyche raus. Klare Aussage. Toi, 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 weiter so. Der Herr Sujew. Danke.